API steht für API Application Programming Interface. Das ist also eine Schnittstelle, mit der Daten, zum Beispiel Daten aus einer Datenbank gezogen werden können. Und ich mache das einfach mal und ich denke, dabei wird es dann auch schon klar werden. Dazu müssen wir mal zuerst zwei Sachen importieren, zwei Functions, Funktionen, Befehle importieren, und zwar einmal Requests und dann JSON. Requests ist eine Funktion, mit der man Daten anfragt, und JSON ist ein Fileformat. Wird, denke ich, auch relativ schnell klar werden. Dann geht es relativ zügig, so einen Request zu machen. Zunächst brauchen wir eine URL, also eine Webpage oder einen Server oder eine Datenbank, die auf dem Server auf einer Webpage liegt, auf die wir zugreifen. Und ich nehme dafür mal die simpelst mögliche API, zum Beispiel hier von der Webseite openweathermap.org. Da geht man einfach drauf und dann gibt es hier oben API. Ich klicke mal drauf auf API und dann gibt es hier verschiedene APIs, die kosten auch teilweise Geld. Es gibt aber auch welche, die kosten nichts. Die benutzen wir mal gerade, zum Beispiel die derzeitigen Wetterdaten. Dann gehe ich auf API Doc für Documentation und dann sehe ich hier, wie so eine API aussieht. Das hier ist die URL für die API. Und wie gesagt, das ist einfach nur die URL, die auf die Datenbank verweist, von wo man die Daten holt. Und jetzt gibt es hier in Orange drei dieser geschwungenen Klammern und da setzt man dann Daten ein. Also hier muss man selbst was einsetzen. Hier gibt es die Latitude und die Longitude, die man hier einsetzen muss, von dem Ort, von dem man das Wetter wissen will. Und dann noch ein API-Key. Auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jetzt zunächst brauchen wir Latitude, Longitude. Das ist jetzt noch nicht so ganz praktisch für uns, Latitude, Longitude, weil wir eigentlich gerne vielleicht zum Beispiel eine Stadt eingeben würden. Deshalb gibt es hier unten auch noch also hier steht Latitude, Longitude, wie das dann funktioniert und woher man diese Koordinaten bekommt. Und dafür gibt es nochmal eine zweite API, eine Geocoding-API, so nennen die das hier. Und dann kann man zum Beispiel eine Stadt eingeben und bekommt dann Latitude und Longitude. Das mache ich mal, ich klicke mal hier drauf und dann kriege ich die hier. Und wenn ich hier drauf klicke, jetzt mache ich Copy und dann kopiere ich das Ganze mal hier rüber, URL, und kopiere ich die einfach hier rein. Und ich nenne die hier mal URL City für den Moment. Und alles, was hier in diesen Curly-Klammern ist, in diesen geschwungenen Klammern, muss man ersetzen. Also für City und Name ist hier alles erklärt. Irgendwo weiter unten ist jetzt nicht ganz so wichtig. Kann man zum Beispiel Frankfurt eingeben oder eine sonstige Stadt. Hinten auch noch das etwas weiter spezifizieren. Zum Beispiel in den USA kann man dann den Staat eingeben. Ein Country Code, wenn man den kennt. Und dann Limit heißt, limitieren auf eine bestimmte Anzahl von Städten. Also wenn ich jetzt Frankfurt eingebe, vielleicht gibt es nochmal irgendwo auf der Welt Frankfurt, dann bekomme ich zwei Ergebnisse oder vielleicht 10 Ergebnisse. Und hier hinten kann ich reinschreiben, wie viele Ergebnisse ich maximal erhalten will. Zum Beispiel Neustadt in Deutschland gibt es ziemlich oft, dann kriege ich vielleicht 20 oder so. Und dann kann ich hinten einfach nur 5 hinschreiben, dann kriege ich nur 5-mal die Neustadt. Ich brauche das Limit hier gerade nicht, deshalb mache ich das mal weg. Und ich brauche diesen Country Code und State Code nicht, mache ich auch mal weg. Ich brauche eigentlich nur den City Name und da schreibe ich jetzt mal rein Frankfurt. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, die URL, das muss ein String sein. Also setze ich das Ganze hier mal String. Jetzt gibt es hier unten noch den API-Key. Das ist so eine Art Passwort, das man hier braucht. Und für so eine API-Key muss man sich hier einen Account machen, der ist umsonst bei OpenWeather, und sich dann einloggen. Ich habe hier schon einen Account, dann gehe ich hier hinten auf dieses Test, weil keine Ahnung, was es ist. Hier habe ich My API-Keys, da klicke ich mal drauf und das ist jetzt mein API-Key hier. Den sollte man nicht zeigen, so wie ich das gerade mache. Deshalb lösche ich den gleich, sobald ich den hier
benutzt habe und dann gibt es den hier nicht mehr. Und ich kopiere den mal. Dann kopiere ich den hier rein. Wie gesagt, nicht in die Klammern, sondern das kommt alles weg. So, das war's. Damit ist jetzt meine URL hier fertig. Wenn ich das ausführe, passiert hier erstmal gar nichts. Ja? Wie immer, das ist jetzt ja nur für Python selbst. Er kennt es ja nicht. Python selbst denkt nur, das ist einfach nur ein String mit irgendwas drin. Also der wird entsprechend auch ausgegeben. Und jetzt mache ich mal diesen Request. Und dann schreibe ich es in die Variable R, macht man gern für Response. Und hier schreibe ich dann rein Requests. Und jetzt machen wir ein GetRequest. Wir wollen jetzt was bekommen. Und das war es eigentlich schon. Und dann führe ich das aus. Schreibe hier mal R hin. Und ich muss natürlich hier die URL reinschreiben. Und jetzt kriege ich Response 200. Das ist immer gut. 200 heißt, funktioniert. Man kennt vielleicht 404 nicht gefunden. Das ist genau das. Ne? Wenn hier eine 404 steht oder sowas, dann hätte man nichts gefunden. Also es gibt hier irgendwo auch eine Erklärung für die verschiedenen, ich weiß nicht, ob das hier drauf ist, was die verschiedenen Zahlen bedeuten. Oh, weiß ich gerade nicht. Irgendwo ist erklärt, was die verschiedenen Zahlen heißen. Aber 200 heißt, alles geklappt, wunderbar. Das heißt, jetzt können wir uns das Ergebnis anschauen. Und dafür brauche ich jetzt JSON. Also R ist da, wo das Ergebnis drin steht. Jetzt gucken wir es in einem JSON-Format an. Das sieht es so aus. Nur um es mal zu zeigen, ich könnte hier auch hinschreiben. Ich glaube, Text geht auch. Ich weiß nicht mehr genau. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, wie sich das anzeigen kann. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Aber wir wollen nicht JSON. Nehmen wir jetzt mal JSON. So, jetzt haben wir JSON-Format und jetzt haben wir hier eine ganz kleine Besonderheit bei dieser URL. Da ist noch eine Liste dran. Ja, das hat die eckige Klammer. Wir haben jetzt eine Liste. Das sind jetzt, wie Frankfurt in verschiedenen Sprachen heißt. Das ist der Countrycode.de im State in Hessen und so weiter. Wenn ich jetzt mal, eigentlich ist es erstaunlich, eigentlich sollten es zwei Frankfurts geben. Es gibt ja Frankfurt am Main, weil ich kein Limit drin habe. Ich kann hier oben auch nur das Limit hinschreiben. Nee, eigentlich müsste es ja beide geben. Frankfurt Oder und Frankfurt Main. Ist eigentlich erstaunlich, dass ich nur eins habe. Ich probiere mal. Limit gleich 10. Jetzt gibt es zum Beispiel 401, Invalid API Key. Ja, hier unten, hinten ist auch noch ein Und stehen. Das ist, wenn ich verschiedene Parameter hier reinmache. Okay, jetzt habe ich Frankfurt. Ja, jetzt habe ich noch mehr. Jetzt habe ich Frankfurt an der Oder. In Brandenburg ist es dann Frankfurt in Bayern offensichtlich, Frankfurt in Pumalanga, was weiß Zambia, keine Ahnung, wo das ist. So kriege ich dann auch verschiedene, aber das will ich jetzt gar nicht, deshalb lasse ich das Limit mal hier hinten nochmal wieder weg. So. Aber ich habe jetzt hier eine Liste, weil es eben mehrere sein könnten. Das heißt, ich will jetzt nur den ersten Eintrag hier haben. Ich sollte hier als das erste Element nehmen, mache hier als 0 und jetzt habe ich es, wie es eigentlich meistens sonst bekommen, dieses JSON-File hier. Und jetzt möchte ich ja die Latitude und die Longitude haben, darum ging es ja. Und die erhalte ich, indem ich schreibe das hier mal, ich mache mal das gesamte Ergebnis hier rein. Führe das aus und habe das dann hier und nenne das mal Result von mir aus. So. Also Result ist jetzt dieses JSON-File und da möchte ich jetzt die Latitude haben und die bekomme ich aus dem JSON-File, indem ich eckige Klammern mache, um etwas zu extrahieren und dann Latitude eintragen und dann bekomme ich die hier und Longitude entsprechend. So, jetzt gehe ich hier nochmal zurück, weil eigentlich wollte ich jetzt die Wetterdaten haben. Gehe nochmal auf API und jetzt kopiere ich
diese URL hier, die nenne ich jetzt mal Weather. Kopiere ich URL Weather. Weather ist gleich String. Vergessen dann API Key. Das ist natürlich der gleiche hier. Ah, jetzt soll ich nur eins machen. Und zwar muss ich die weiter unten hin kopieren, wird gleich klar. Ich mache es mal kurz hier hin, dann ist es einfacher, glaube ich, um es zu erklären. Und jetzt kommt hier die Latitude rein. Und da kann ich einfach das gesamte Ding hier rein kopieren. Das ist ja dann die Latitude. Wie gesagt, nicht in die Klammern, sondern alles weg. Und bei Longitude genauso. So. Und dann kann ich das, mache ich wieder einen Request dahinter. Mache das jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Response Weather. Ist gleich und jetzt Requests. Get. Und dann hier die Weather URL. Dann bin ich hier und dann brauche ich noch ein Result. Result Weather. Weather ist gleich, oh, jetzt muss ich Weather JSON. Jetzt brauche ich hier keine Null. Und zwar, weil, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das hier, ja, weil jetzt kommt ja hier eine Zahl raus, ne? Nochmal mache, hier kommt eine Zahl raus und hier kann, das ist ein String, hier kann keine Zahl stehen, als dass der Typ hier ist Zahl. Ich kann rausfinden, was für ein Typ das ist, indem ich hier reinschreibe Type und das ist Float. Ich will aber einen String haben. Was ich deshalb machen kann, ich kann das hier mit dem Befehl str, dann wird das hier ein String, dann ist es keine Float mehr, sondern ein String. Wenn ich es ausführe, steht String da. Das Ergebnis ist gleich, hier steht immer noch 50. Ja, man sieht auch, das ist ein String, deshalb die Anführungszeichen hier. So, das ist das, was ich hier auch machen muss. So, jetzt brauche ich hier, jetzt habe ich daraus einen String gemacht. Und String kann man miteinander verbinden mit einem Plus. Ja, also ich kann, wenn ich hier was hinschreiben will, hatten wir, glaube ich, schon mal, das ist ein String und dann mache ich hier Plus und dann steht es dahinter. Das ist ein String. Wenn ich hier ein Leerzeichen mache, dann ist hier auch noch ein Leerzeichen dazwischen. Und so mache ich das auch. Das hier ist ein String, dann Plus, dann mache ich jetzt daraus einen String, indem ich hier hinschreibe str und dann Plus und dann ist das hier hinten wieder von hier bis hier. Das ist ein kleiner Trick, den ich hier mache. Das heißt, das hier ist jetzt wieder ein String plus und jetzt wieder str. Dann wird aus dieser Zahl wieder ein String plus und dann das hier hinten. Und ich kann das Ganze ja mal kurz hier reinkopieren. Und dann sieht man, dass das jetzt ein einziger String ist. Okay, und dann wird das Ganze hier auch funktionieren. Jetzt sollte ich das noch hier ausgeben und jetzt habe ich hier das JSON-File. Jetzt keine eckige Klammer mehr, weil ich habe jetzt noch ein Ergebnis und keine mögliche Liste an Ergebnissen, wie das hier der Fall war, wenn ich mehrere Frankfurts habe. Das heißt, ich muss immer erst das hier oben ausführen, damit ich die Latitude und Longitude habe. Und dann kann ich das hier ausfüllen. Ich kann dann diese zwei Sachen zueinander bringen. In eine Zelle. Okay. Ich kann es auch, wenn ich will, hier Frankfurt. Ich kann hier an der Stelle mal City hinschreiben. Das gleiche wie hier unten. Ich muss das dann, diese Variable, die ich hier oben festlege, zum Beispiel City ist gleich. Ich könnte es sogar so machen, dann müsste ich nicht mal hier einen String machen und dann schreibe ich hier ein str und dann wird aus diesem Frankfurt automatisch hier ein String, dann wird hier ein gesamter String daraus gemacht und dann sollte es eigentlich funktionieren.
Funktioniert nicht, habe mir schon gedacht, ich muss es gleich hier machen. So, der String muss schon hier hin, sonst geht das nicht. Okay, noch ein kleiner Versuch. So, jetzt da. Und dann bekomme ich hier dieses JSON-File. Und jetzt kann ich mir hier einen schönen Dataframe schreiben, in dem ich die Ergebnisse hier drinnen habe. Also, ich schreibe zum Beispiel, hier ist die Temperatur, das ist die aktuelle Temperatur hier in Frankfurt. Die ist angegeben in Kelvin. Jetzt möchte ich die mal kurz rausholen. Also jetzt habe ich hier, das ist das Ergebnis, Result Weather. Und dann ist das hier in Main. Und dann ist hier nochmal ein weiteres JSON-File, oder das ist so ein Dictionary. Das Ganze ist ein Dictionary. Und dahinter ist dann nochmal ein Dictionary, das heißt Main und daraus Temp. Also wenn ich jetzt nur Main mache, dann sieht es so aus. Und daraus jetzt noch die Temperatur, also Temp. Und jetzt habe ich hier Temperatur. Jetzt ziehe ich davon noch 276 ab. Das ist der absolute Nullpunkt. Und dann bin ich hier bei 12 Grad, nicht 76, 73. Genau, 30,15 machen, wenn man es genau machen will. Und dann hat man hier 15 Grad. Wunderbar. Und das ist jetzt die Temperatur. Jetzt kann ich auch noch die Windspeed rausholen. Windspeed zum Beispiel, die steht hier, Wind und dann Speed. Also mache ich das Ganze hier. Das ist auch wieder so eine verschachtelte Dictionary. Dann kommt hier das Wind. Wind und dann Speed. Und dann soll ich das mal hier kurz angeben. 1,54. Ich glaube, das ist Meter pro Sekunde. Müsste ja auch irgendwo auf der Webseite stehen. Als letztes mache ich noch eine Description. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Denn Description, das ist in einer verschachtelten, da ist sogar noch eine, wo ist es? Description. Das ist auch so Weather. Also kommt hier ein Weather rein. Dann ist es eine Liste. Ja, jetzt kommt aus irgendeinem Grund, kommt hier eine Liste. Und da möchte ich das erste Element haben aus dieser Liste. Also muss ich hier, also ich mache mal so. Das Ganze sieht dann so aus. Und daraus das erste Element, was das Ganze hier ist. Jetzt habe ich das und dann kann ich da rausholen Description. Keine Ahnung, warum das so gemacht ist. Description. Und dann habe ich Light Rain. Wunderbar. Dann mache ich daraus eine Liste. Mit Temperatur, Windspeed und Description. Und dann habe ich hier eine Liste. Dann und daraus könnte ich jetzt ein Dataframe machen. Muss ich Pandas importieren. Ich mache hier oben noch Import Pandas as PD. Ausführen, sonst wird es nichts. Dataframe. Achso, das war schon richtig, aber das muss in eine runde Klammer, diese Liste. Und dann habe ich hier wunderbar das Ganze hier drin. Jetzt könnte ich natürlich hingehen, könnte hier, wenn ich wollte, einen kleinen Loop draus machen, mit verschiedenen Städten oder so, kann hier eine Definition, also kann hier einen Befehl draus machen, das kann ich noch schnell machen, das dauert nicht lang, dann braucht das City hier nicht mehr, beziehungsweise ich habe hier die Definition und Weather in City und da kommt jetzt diese Variable rein, Column, und als letztes hier unten brauche ich dann ein Return. Zum Beispiel so, fülle das Ganze aus und dann kann ich hier Weather in City Frankfurt und dann bekomme ich als, ich kopiere es halt mal kurz rein, dazwischen rein, damit es klar wird, hier bekomme ich dann
dieses gesamte JSON-File raus, aus dem ich dann das rausholen. Ich könnte natürlich auch das alles noch hier in den Befehl reinmachen. Und dann wäre das hier das Result zum Beispiel, dieser Data Frame. Und dann bekomme ich als Ergebnis das hier raus. Wie gesagt, jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen beschriften und schöner machen und so weiter. Aber so funktionieren Application Programming Interfaces, so funktioniert im Grunde genommen jede App, die auf einem Telefon oder sonst wo ist.